Hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video zum Thema Du zwingst jede Person, das zu tun, was du annimmst. Das ist Gesetz und du kannst es nicht verändern. Gesetz der Annahme. Und was nimmst du den ganzen lieben langen Tag an, wenn du an eine spezielle Person denkst? Und das ist das, was du herausfinden musst. Weil diese Person macht genau das, was du annimmst. Er oder sie möchte das nicht. Wie oft nimmst du an, dass jemand das Gegenteil von dem möchte, was du möchtest? Dann ist es so. Du möchtest, dass jemand am Wochenende zu dir kommt. Das ist ein Beispiel aus meinem Coaching und du nimmst aber an, diese Person hat was Besseres vor, findet dich nicht so wichtig, hat schon immer abgesagt, hat schon immer andere Dinge, andere Menschen zuerst gewählt, wollte immer schon das tun, was du nicht tun wolltest, wollte schon immer das Gegenteil von dem, was du willst. Ja, dann zwingst du diese Person, dir eine Absage zu erteilen. Dann zwingst du diese Person, dich nicht als erstes zu sehen. Du zwingst jede Person, das zu tun, was du denkst, was du annimmst, wovon du überwiegend überzeugt bist. Und wenn du deine Überzeugungen aus vergangenen Erlebnissen holst, weil es schon oft so war, weil es in deiner Kindheit so war, dann wirst du es immer wieder und wieder erleben. Und das ist eben diese Krux an dieser Manifestationsgeschichte, wenn du deine vergangenen Geschichten nicht ablegen kannst und darauf beharrst, dass diese Version, die du in der Vergangenheit kennengelernt hast, sich weiterhin so zeigt, dann wird sie das tun. Du zwingst deine Welt durch deine Ansichten dazu, sich dir so zu zeigen. Und du kannst nur da rauskommen, indem du vergisst, was mal war. Und dazu brauchst du eine gute Argumentation für dich. Warum ist es unerheblich, was mal war? Weil jeder Moment neu ist. Weil Zeit nicht existiert in der energetischen Welt. Weil das, was für dich jetzt wahr ist, einfach wahr ist. Weil das, was in der Vergangenheit, was mal wahr war, sich auf eine Version von dir und auf eine Version von der anderen Person bezieht, die du jetzt nicht mehr als wahr annimmst. Du hast eine neue Wahrheit für dich kreiert. Für dich sind neue Dinge wahr. Du bist in Wahrheit dein Divine Design, dein göttliches Design, das immer alles bekommt, was es will, sobald die Annahme dementsprechend gewählt wird. Du bekommst deinen Partner, deine spezielle Person so an deine Seite gestellt, wie du annimmst, dass es ist, dass es sein kann, dass es möglich ist. Und wenn du da nicht reinkommst in diese neue Möglichkeit, in dieses neue Potenzial, dann wird sich deine alte Welt weiterhin manifestieren. Und wenn du nicht bereit bist, neu zu beginnen, jemand Neues zu sein und gleichzeitig jemanden, den du schon lange kennst, neu zu sehen, in seiner neuen Version, wird sich das Alte halt immer wieder zeigen. Und viele von euch, genauso ich, wie über viele Jahre hinweg, haben versucht, Gründe zu finden. Warum ist das so, wie es so ist? Warum werde ich so behandelt? Warum bleibt niemand bei mir? Warum werde ich geghostet? Warum? Dann ist die einzige Antwort darauf,
weil ich annehme, dass es so ist. Es ist der Zustand, den du wählst. Das ist das, was sich manifestiert. Der Zustand, die Realität, die du für wahr hältst, zeigt sich so lange, bis du etwas anderes als wahr annimmst. Und wenn du beginnst, dein Divine Design als die einzige Wahrheit zu akzeptieren und anzunehmen, dann ergeben sich neue Annahmen. Ich bin geliebt. Das ist Fact. Und die Welt da draußen, die ich manifestiere, zeigt mir diesen Umstand. Wie wird mir dieser Umstand gezeigt? Indem man sich für mich interessiert, indem man mit mir zusammen sein will, indem man mit mir das Leben erleben will, indem man mit mir reden will, indem man mich sehen will. So habe ich das festgelegt, dass sich Liebe mir zeigt. Und wenn ich dabei bleibe und nicht davon abgehe, wieder zurück in meine Vergangenheit, zurück in mein altes Denken, zurück in meine alten Annahmen, werden sich neue Dinge manifestieren. Und die einzige Aufgabe, die du hast, um etwas Neues zu manifestieren im Außen, ist, neu zu werden in deinem Innen. Anzuerkennen, dass du die Kraft und die Macht hast mit deinen Annahmen, die Gedanken sind. Deine Annahmen sind Gedanken. Das sind viele Geschichten, sind deine Annahme. Deine Überzeugung, wie Dinge zu laufen haben, wie sie zusammenhängen, das sind deine Annahmen. Und wenn du das erkennst, kannst du es verändern. Dann kannst du Zeit rausnehmen, Zusammenhänge rausnehmen, Rückschlüsse rausnehmen und in eine neue Überzeugung kommen, die dem entspricht, was du dir wünschst. Wenn du wünschst, dass du Number One bist, dass du immer wieder gewählt wirst, dass es das ist, was die Welt möchte, was dein Liebster möchte, was deine Freunde möchten, was deine Kunden möchten, mit dir zu sein, dann musst du davon ausgehen, dass du die oder derjenige bist, der immer gewählt wird, der alles bekommt, die alles verdient hat. Und diese Annahmen musst du neu implementieren, weil deine alten Annahmen aus deinem beschränkten Human Design sind gegenläufig. Und solange die gegenläufigen Annahmen, alias Ängste und Befürchtungen, größer sind als das, was du haben möchtest, sind sie stärker, ist die Energie stärker, manifestiert sich das im Außen und du siehst es. Und das, was du siehst, muss dir keine Angst machen. Es ist einfach etwas, was du kreiert und generiert hast durch deine Energie, durch dein Denken, durch deinen Mindset, durch deinen Zustand. Das ist alles. Und du hast jeden Moment die Kraft, die Macht und die Möglichkeit, dieses Denken, diese Überzeugungen, diese Annahmen, diese Rückschlüsse, diese Geschichten, diesen Zustand, diese Welt für dich zu verändern. Es geht nur über dich. Du bist der Weg. Du bist die Kraft. Du bist die Energie. Du bist alles, 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 alles. Und alles zeigt sich in dir, für dich, so wie du es sehen kannst. Und wenn du Fülle sehen willst, wenn du Erfüllung deiner Wünsche sehen willst, musst du die Erfüllung sein. Musst du die Erfüllung deiner Wünsche sein? Musst du wissen, wie du deine Wünsche erfüllst? Mit welchem Denken? Und deine Wünsche für viel Geld, viel Liebe,
viel großartige Erlebnisse kannst du nur erfüllen, indem du weißt, dass du die Erfüllung bist und so denkst. Alles ist für mich erfüllt. Es gibt nichts, was mir meinen Wunsch wegnehmen kann, wenn er da ist, wenn ich mein Wunsch bin. Wer soll mir dann meinen Wunsch wegnehmen? Ich bin mein Wunsch, ich bin meine Wunschpersönlichkeit in meinem Wunschleben. So denke ich. Alles, was ich mir wünsche, ist für mich da, jeden Moment. Da kommt auch wieder dieses Denken von, ja, geil, danke, perfekt, wunderbar, großartig, es ist da. Ja, und du dankst deiner Vorstellung, du dankst deiner Intention, du dankst dir, du dankst deiner göttlichen Energie, du dankst deinem Divine Design. Und da kommst du raus aus diesen Vorstellungen, ja, aber das ist doch nicht wahr und ich bin doch fake und irgendjemand kann es sehen, dass es nicht so wirklich gemeint ist von mir. Solange du das glaubst und annimmst, dann bist du noch nicht da, dann bist du noch nicht angekommen. Das ist diese Reise zu dir, zu deinem Divine Design, zu deiner Divine Design Identity, die ist zu gehen für dich. Die ist ein Mindset-Game, ein Game in deiner Vorstellung, ein Game mit dir selber, ein Game mit deinen Gedanken. Da spielt sich dein Leben ab. Dein Leben spielt sich in deinem Kopf ab. Alles kommt zuerst aus deinem Kopf raus. Und in deinem Kopf sind halt noch Sachen drin, die rauskommen, die dir nicht gefallen. Und denen darfst du keine weitere Beachtung schenken. Denen darfst du keine Energie geben. Denen darfst du keine Aufmerksamkeit geben. Aus denen darfst du keine Annahmen und Rückschlüsse mehr ziehen. Es ist ein kompletter Rückzug zu dir, zu jetzt, zu hier, zu diesem Moment. Jetzt ist dein Leben. Dein Leben ist jetzt. Und was ist jetzt für dich? Was ist jetzt für dich? Jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt hast du keine Sorgen. Jetzt bist du erfüllt. Jetzt. Und das ist der Zustand, den du einnehmen darfst, ohne eine Erlaubnis, ohne eine Begründung, ohne etwas, was du im Außen siehst. Dieser jetzt erfüllte Zustand beinhaltet deine ganzen Wünsche, deine ganzen Erlebnisse, deine ganzen Erfahrungen, die du machen möchtest. Und jetzt ist der Moment, wo du es verändern kannst. Und wenn jetzt so gut bleibt, so schön bleibt, so erfüllt bleibt, so voller Liebe bleibt, dann wirst du im Außen die Erfüllung sehen. Das ist Gesetz. Du musst das für dich managen. Nicht mit etwas, was dir andere vorgeben, sondern du musst es zu deinem machen. Du musst unabweichlich wissen, dass du das bist, dass du sagen kannst, ich bin die, die so lebt, ich bin die, die das glaubt, ich bin die, die an Fülle glaubt, ich bin die, die Fülle weiß, ich bin die, die Fülle fühlt, ich bin die, die Fülle sieht, ich bin die, die Fülle erkennt, ich bin die Erfüllung meiner Wünsche. Und wenn ich die Erfüllung meiner Wünsche bin, dann bin ich die Erfüllung für jeden Menschen da draußen. Für jedes Tier, für jede Pflanze ist es die Erfüllung, in meinem Leben von mir eine Rolle zu bekommen. Jeder ist in mir erfüllt, in seiner erfüllten, absoluten, besten, schönsten, großartigsten, fehlerfreisten Version präsent. Jetzt. Weil ich es entscheide, weil ich es bin, weil ich die Macht habe, weil ich die Power bin.
Weil ich weiß, wie ich wirke, weil ich weiß, wo die Energie herkommt, wie ich sie in mir manifestiere, wenn die Energie in mir manifestiert ist, weil ich eine Vorstellung davon habe, weil ich eine Annahme davon habe, weil ich eine Überzeugung davon habe, weil ich ein Wissen habe, dann kann es nicht getrennt sein. Und wenn ich weiß, dass es nicht getrennt ist, dann ist es da, jetzt und nicht erst, wenn es sich im Außen manifestiert hat, sondern es ist jetzt hier. Und es manifestiert sich im Außen, wenn jetzt das Jetzt ist. Und nachher ist immer noch so wie jetzt. Und wenn sich im Außen Dinge zeigen, die mit dem nicht übereinstimmen, dann bleibe ich immer noch dabei und sage, jetzt ist es aber so, wie ich es sage. Jetzt ist es aber so, wie ich es bin. Jetzt ist es aber so, wie ich es festlege. Jetzt bin ich. Und ich bin niemals anders als jetzt. Und wenn ich so bin wie jetzt, dann werde ich so gesehen wie jetzt. Und jetzt bin ich die, die ich sein will. Ich bin. Einfach nur ich bin. Und das ist der Zauber, da liegt der Zauber drin. Das ist die Entwicklung in deinem Kopf, die stattfinden darf von einem beschränkten Denken, von einem menschlichen Denken, von einem Denken in Zeitlinie, in Vergangenheit, in Tatsachen, die einfach nicht mehr dem entsprechen, was ich haben möchte in Zukunft. Und das ändere ich jetzt. Jetzt gebe ich mein neues Ziel ein. Jetzt gebe ich meine neue Realität ein. Jetzt gebe ich meine neue Identität ein. Jetzt lebe ich von diesem Standpunkt aus. Jetzt lebe ich von diesen Annahmen aus. Jetzt lebe ich von diesen Rückschlüssen aus. Jetzt ist meine Macht, meine Power und meine Magie on point, weil ich es jetzt so generiert habe und weil ich es jetzt so kreiert habe. Und das Ganze muss einfach so bleiben und darf sich nicht mehr in ein anderes Konzept, in ein anderes Lebenskonzept, Seinskonzept, Liebeskonzept, Businesskonzept verändern. Ich bleibe bei meinem Konzept. Es ist so, wie ich sage, mein Konzept ist ausgeführt, mein Konzept ist erfüllt. Ich muss keine weiteren Strategien, Methoden, Ansätze mehr lernen oder voll erfüllen, weil es ist ja schon erfüllt, es gibt nichts mehr für mich zu tun. Und aus diesem Seinszustand bist du da, wo du sein willst. Neville Goddard wollte nach Barbados und er musste nur wissen, ich bin in Barbados. Jede Nacht vorm Schlafen gehen wusste er, ich bin in Barbados. Und er ist über die Straßen von New York gegangen und wusste, er ist in Barbados. Er hat das Salz in der Luft vom Meer gerochen und wusste, ich bin in Barbados. Ich bin in Barbados. Und genau so geht es darum, Seinszustände für dich zu aktualisieren, immer wieder. Reset, Reset, Reboot, Reboot. Ich bin in Barbados. Ich bin reich, ich bin gesund, ich bin glücklich, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin anerkannt. Und jedes Mal, wenn du merkst, du bist nicht in Barbados, Reset. Hallo, ich bin in Barbados. Was soll das? Ich bin in Barbados. Ich lasse mir das nicht einreden, dass ich nicht in Barbados bin. Mein Seinszustand ist da, erfüllt, in Barbados. Dein Leben ist Barbados, wenn du in Barbados bist. Ja, in diesem Sinne, like, kommentiere dieses Video, leite es weiter, damit die Leute nach Barbados kommen, in ihre Wünsche, in ihre Träume, in ihre Erfüllung. Vergesse nicht, wenn wir bei 2000 Abonnenten angekommen sind, verlose ich unter allen Abonnenten ein 1:1 von einer Stunde. Es wird dein Leben verändern. Wenn du nicht warten willst, bis du das gewonnen hast, bis die Verlosung vielleicht dich trifft, buche einfach schon jetzt, dieses Angebot steht, spreche mit mir und erkenne, wo du dich noch verirrst, wo du noch glaubst und warum du noch glaubst, dass du nicht in Barbados bist. Und wenn du bereit bist, die ganze Reise anzutreten, für alle Lebensbereiche deine Wünsche, deine Träume zu manifestieren, dann kannst du dich jetzt anmelden für den super Vorteilspreis, der morgen oder übermorgen steigen wird, für meine super geniale Ich bin
Divine Design Identity, I am, rise up in deinen Seinszustand, den du in Wahrheit schon immer zur Verfügung hattest. Komm mit, wir arbeiten 3 Monate daran, dass du alles loslassen kannst, was eben dir nicht entspricht. Steig ein, ich freue mich auf dich und wir sehen uns im nächsten Video.